Als nächstes begrüße ich den René Pfeiffer. Er widmet sich einem Thema, mit dem sich viele nicht so gern beschäftigen, nämlich mit den vielen, vielen Logdateien, die auf unseren Servern herumliegen. Und wie man das auf einen Griff bekommen kann, wird er uns jetzt erklären. Ja, danke. Und zwar im Titel steht schon drin irgendetwas mit thin. Ja, Moment. So, jetzt blinkt's. Gut. Also im Titel des Vortrags steht ein wichtiges Wort, nämlich das Wort thin, weil ich habe mich eine Weile mit Log-Analyse-Tools und Log-Infrastruktur beschäftigt und bei der zentralen Logging-Infrastruktur hat man natürlich alle Logs an einem Ort. Wenn ich jetzt anfange auszuwerten, gibt es am Markt eine Reihe von Tools, die einfach sagen, ja klar, du gibst mir alle deine Logs und dann kriegst du irgendwas raus. Ja? Ich habe zwei Tools ausprobiert. Ein Tool war nach einem Tag gar nicht mehr responsive, dann musste man die VM wirklich töten. Ja? Und ich habe dann überhaupt nichts rausbekommen. Und das Problem ist, ich habe nicht den Anspruch, dass ich aus meinen Logs die Zukunft vorhersagen möchte, sondern ich möchte ganz speziell bestimmte Informationen raussuchen. Ja? Also sprich, ich werde mich jetzt mal kurz mit Logdaten beschäftigen. Ich werde die Ereignisse extrahieren, die ich wirklich haben will. Ja? Im Prinzip ist das sowas wie Seam-Lite. Ich will nicht alle Logs, jedes Bit, jeden Text analysieren. Ich brauche auch nicht alles für meine Fragestellungen. Ich schaue mal an, wie ich die Daten extrahieren kann und ich möchte die Fragestellungen, die für meine Bereiche wichtig sind, beleuchten. Ja? Und da ich mit den Tools, die ich ausprobiert habe, nicht glücklich war, habe ich ein eigenes Framework gestartet, was ein Prototyp-Dasein fristet momentan, aber das möchte ich jetzt vorstellen. Gut, schauen wir uns mal an, was sind Logdaten, welche Daten möchte ich haben? Wenn man mal auf ein typisches Serversystem schaut, dann habe ich da die übliche Sammlung von Logs. Ja? Ich habe Webserver, ich habe Mailserver, ich habe Rest des Systems, Messages oder Syslog ist immer so Catch-all, da kommt alles rein. Ich habe vielleicht noch einen SMTP-Server, VPN-Server. Aber prinzipiell möchte ich die Daten anschauen. Und das schaut typischerweise so aus, dass man die Logs entweder in ein zentrales Tool importiert, wenn man das nicht hat, dann fängt man an, die Dinge auseinanderzunehmen, mit Less anzuschauen, rauszufiltern, ja. Ich kann manche auch konvertieren, ich kann sie in Datenbanken schreiben, ich kann sie in andere Dinge schreiben. Es gibt auch Frameworks. Greylog war das Tool, was bei mir den Geist aufgegeben hat. Vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht. Ja. Es gibt auch noch Logstash und Anbieter, das gibt es alles. Ja. Das ist für meine Fragen Overkill. Ja. Ich will nicht alle Logs bis zum letzten Bit auswerten, sondern ich habe ganz gezielt bei meiner Infrastruktur ein paar Fragen. Und zwar möchte ich wissen, welches Konto wurde verwendet? Ja, das ist eine Frage, die ist wesentlich. Dann möchte ich wissen, welche VPN-User haben sich eingeloggt und welches Zertifikat haben sie verwendet und von wo? Ja, weil es soll ja auch den Fall geben, dass Zertifikate gestohlen werden, dass Maschinen kompromittiert werden und dann habe ich halt das Problem, dass ein Zertifikat falsch verwendet wird. Ja? Vielleicht möchte ich wissen, welche Logins fehlgeschlagen sind. Da geht es zum Beispiel auch darum, ob existierende Konten sich falsch eingeloggt haben oder ob jemand vielleicht Passworte ausprobiert. Es gibt ja Admins, die gerne Standard-Accounts umbenennen. Wenn man mal die Logins sammelt, die die ganzen Brute-Forcer im Internet verwenden, findet man dann lustige Accounts, die man vielleicht nicht anlegen sollte oder für Honeypots. Dann habe ich Intrusion-Detection-Systeme, die generieren Events und die möchte ich auch haben. Und ich möchte Folgendes haben, ich möchte wissen, welche X509-Zertifikate verwenden meine Clients in meinem Netzwerk. Weil es kann nämlich sein, dass ein Client plötzlich, sagen wir mal, bestimmte Seiten ansurft oder ein Command-and-Control-Channel von einem Botnet verwendet, was mit SSL funktioniert und mein Intrusion-Detection-System zeichnet die SSL-Zertifikate auf im Sinne von die Metadaten, Seriennummer und solche Sachen, dann sehe ich, okay, da gibt es irgendeine Anomalie. Und sprich, Anomalien, ja, ich möchte auch in den E-Mail-Verkehr reinschauen, im Sinne von auch nur in die Metadaten. Der Inhalt interessiert mich überhaupt nicht, ja, sondern ich möchte schauen, ist das ein normales Verhalten oder nicht. Und dasselbe möchte ich für den Netzwerkverkehr machen. Ja. Die beiden Sachen sind schon optional, die oberen sechs Fragen und fünf Fragen sind der zentrale Punkt. Ich will Ihre Accounts wissen, ich will wissen, von wo kommen Sie und was tun Sie. Ja? So,
Und jetzt kann man natürlich alle Applikationen in einem Netzwerk auswerten und alles Mögliche absuchen. Interessiert mich auch nicht. Ich habe ganz konkrete Applikationen. Ich habe E-Mail-Verkehr, also SMTP, IMAP. Ja. Ich habe Zugriffe. Alle Zugriffe laufen über OpenSSH und OpenVPN. Es gibt keine anderen Zugriffsmöglichkeiten. Ja. Andere Protokolle werden nicht verwendet. Und um die Intrusion Detection auszulagern, habe ich den Suricata laufen auf den Firewalls. Der sucht alle Metadaten von SSL-Zertifikaten raus, baut mir dann ein schönes JSON-File. Dasselbe auch für die Exports, der Alarme. Das heißt, ich kriege einen JSON-Export, wo alle Zertifikate, die täglich gesehen wurden, drinstehen, plus alle Alarme. Ja? Mehr brauche ich nicht. Netzwerkverkehr habe ich zwar eben angesprochen, ja, aber da nehme ich einfach NetFlow-Daten. Nochmal, ich brauche die Inhalte nicht. Ich brauche nur die Metadaten. Die Inhalte interessieren mich nicht. Ich muss kein SSL aufbrechen. Ich muss keine E-Mails analysieren. Die Metadaten von diesen Applikationen reichen mir völlig aus, um einen Überblick zu haben, was vorgeht. Wie ist der Prototyp jetzt aufgebaut? Naja, so wie jedes Netzwerk. Ich habe hier meine Maschinen, die ich anschauen möchte. Ich muss das Ding irgendwie zentralisieren. Die Logdaten müssen mal von A nach B. Und dann muss ich die Logdaten irgendwie auseinandernehmen und dann irgendwie zu einem Report kommen. Ja? Das ist mal die Grobansicht von diesem ganzen Design. Und wenn man das Ganze genauer anschaut und sich die Komponenten überlegt, dann habe ich mal hier meine Logfiles auf dem System. Ich brauche irgendeinen Prozess, der mir die Daten von A nach B transferiert. Ja? Das Ganze vielleicht möglichst sicher, ja, wir wollen die Logdaten halt jedem erzählen. Dann habe ich hier eine Komponente, die den ganzen Mist sammelt, ablegt, entweder ins Dateisystem oder in die Datenbank. Ja. Am besten mal erst ins Dateisystem, weil ich bin ein Fan von einem Design, wo jedes Tool nicht alles können muss. Dieses Tool soll nur die Logdaten sammeln und sonst nichts tun. Ja. Wenn die Logdaten angekommen sind, können sie periodisch analysiert werden, dann werden sie zerteilt. Und nach bestimmten Mustern, die eben meine Fragen bestimmen, in die Datenbank sortiert. Und dann kann ich daraus eine Analyse machen. Und dieses Design hat den Vorteil, dass wenn die Daten mal vorbereitet sind, ja, habe ich keine Tools mehr, die noch auf die kompletten Logs arbeiten müssen. Das heißt, ich habe kein Tool, was die Rohdaten nehmen muss, ja, und sich da dann nochmal durchforstet. Ja. Brauche ich nicht. Der Prototyp hat jetzt mehrere Implementationen bekommen. Ich habe hier einen Extractor geschrieben in Perl, weil ich es am besten kann. Ja. Hier ist ein PHP-Kollektor und hier ist ein Dissector in C++. Das können noch andere Tools sein. Der Prototyp hat als Spezifikation eine implementationsagnostische Beschreibung. Ja. Ich habe jetzt das mal gewählt, damit ich mal zu einem Ergebnis komme. Und ich habe eine MariaDB genommen, um die Daten zu sammeln. Und bin dann beim Design drauf gekommen, es fehlt noch eine Komponente. Der Dissector und der Collector arbeiten zwar zusammen im Sinne von Empfang von Logs und Zerteilen von Logs. Es gibt allerdings ein paar Dinge, die kann man noch abteilen. Ich habe das Ding jetzt Janitor genannt, wie Hausmeister. Einfach weil gewisse Sachen, wie zum Beispiel alte Logs entfernen, alte Einträge aufräumen, Reverse DNS nachschauen, das will ich ja nicht alles beim Sezieren machen. Ja? Weil DNS dauert sowieso länger, das kann ich alles in einen separaten Prozess schieben. Und so habe ich mal eine prinzipielle Architektur aufgebaut. Der Extractor macht jetzt ganz simple Dinge, er bereitet die Logs vor. Die meisten Logs werden auf den Systemen schon vorkomprimiert. Ich habe für den Transport ein LRZIP-Format gewählt, weil LRZIP bei großen Logs recht gut arbeitet und die Nachricht relativ klein wird. Die Extraktoren müssen sich anmelden, das heißt, es ist ein kleines Serverprinzip mit Accounts. Und die Logdaten werden gesendet mit einer Client-ID, Dateiname und Typ, also was ist das für eine Art Log, Zeitstempel, Hash, dann kommt die eigentliche Logdatei in optionalem Padding. Ja. So, diese Daten landen beim Kollektor und der Kollektor wartet auf die Daten, der macht sonst nichts, ja. Der wartet nur bis ein Extractor kommt, prüft die Anmeldung, nimmt das ganze Log-Paket an, speichert die Metadaten in die Datenbank und prüft nochmal den Hash für den Fall des Falles. Das eigentliche Log kommt komprimiert in eine Warteschlange. Und dort bleibt es. Ja? Da wird keinerlei Auswertung gemacht, nur die Metadaten der Verbindung und der geschickten Nachricht werden aufgenommen.
So, wenn jetzt die Logs analysiert werden, macht das eben der Dissector. Der sucht die noch nicht ausgewerteten Logdateien aus dem Waterverzeichnis, sucht sich die aus, ja, und zerlegt sie. Und zwar werden die zeilenweise zerlegt. Bei manchen Logs gibt es eine Beziehung zwischen verschiedenen Zeilen, zum Beispiel bei SMTP-Transaktionen. Da habe ich halt die IDs der Transaktion, die versteht er auch. Ja. Aber im Dissector sind jetzt alle Muster gespeichert, die auf meine Fragen zielen. Ja. Hat jetzt jemand SSH-Login verwendet? Hat jetzt jemand ein VPN-Login verwendet? Welches Zertifikat sehe ich? Ja? Wie ist das JSON-File aufgebaut? Wie kriege ich die Sachen raus? Das fällt da alles raus. Ja? Und alle extrahierten Informationen werden geordnet in einer Datenbank abgelegt. Und bei manchen Ereignissen ist es so, da möchte man sich vielleicht die Originalzeile, aus der diese Information generiert wurde, als Referenz aufheben. Und die kommt dann auch noch als Originalzeile aus dem Log rein. Und die ursprünglichen Logs werden erst nach einer gewissen Periode gelöscht. Das heißt, man hat die Möglichkeit, nochmal reinzugehen, zu schauen, stimmt das überhaupt oder gibt es da noch irgendwas anderes, was passiert ist. Ja? Aber das ist die Aufgabe des Dissectors und das wird auch recht gut ausgeführt. Ja? Die Datenbank, wo die Sachen dann selbst reinkommen, ja, hat eine ganz klassische Datenbankstruktur, das heißt, ich habe pro Maschine, die Logs schickt, einen Eintrag. Ja. Das Ganze wird mit SSL geschickt, das heißt, ich habe hier eine PKI-Info, wann der Client sich sein neues Zertifikat geholt hat oder wann das alte abläuft. Ich habe hier eine Metadaten-Info, wann kam er zuletzt, welche Adresse hatte er für Clients, die wandelnde Adressen haben, welche MAC hat er. Ja. Und es gibt dann noch eine zweite Tabelle, die die eigentliche Metadaten der Transaktion aufzeichnet. Das heißt, das ist nochmal ein Vergleich zwischen den IP-Adressen und hier steht auch ein Reverse DNS drin. Das ist nur, damit der Node identifiziert werden kann. Und das Problem bei der Log-Auswertung, man hat, wenn man mit Logins und E-Mails zu tun hat, persönliche Daten. Und mich interessiert ja eigentlich gar nicht die ID in dem Fall, wo nichts passiert. Ja, ich möchte ja jetzt nicht Profile erstellen, ja. Weil Logs enthalten einfach nur mal persönliche Daten und ich kann einfach Profile und Beziehungen herstellen und ich möchte verhindern, dass bei den Auswertungen mir das gleiche entgegenfällt. Ja? Deswegen arbeitet das System wie folgt. Alles, was zur Identität herangezogen werden kann, wird mit einem Unique Identifier versehen und die eigentlichen Identitätsdaten werden verschlüsselt in einer Tabelle gespeichert. Ja? Die Schlüssel kann ich noch auf einem anderen System speichern. Momentan sind sie im selben System, selben Datenbank, andere Tabelle. Ja, kann ich auch woanders machen. Und damit ich aber die IDs vergleichen kann, wenn ich jetzt eine E-Mail-Adresse anschaue in den Logs und ich will feststellen, ist das eine Identität, die ich schon habe, die ich überprüfen muss, wird einfach ein Hash gebildet und es wird mit Hashes gearbeitet, sodass die ID niemals direkt verglichen wird. Ja. Und das System, der Dissector, generiert noch bei der, beim Anlegen einer Identität eine UUID und ich kann mit der alle Analysen fahren. Ja? Das heißt, ich kann zum Beispiel da meine Visualisierungen machen, Statistiken, wie auch immer. Ich kann nur mit den UUIDs arbeiten und wenn ich jetzt drauf komme, okay, dieses Szenario hat irgendein Problem oder gibt es irgendwas, was ich jetzt wissen muss, dann gehe ich her, nehme die ID, schaue nach dem Schlüssel, suche meine Identität und dann weiß ich, welcher Account das ist. Ja? Aber ich kann die komplette Analyse mit den anonymisierten Daten machen und wenn ich die Schlüssel wegwerfe, ja, dann habe ich nur mehr die IDs und dann kann ich sogar diese Daten anderweitig verwenden, ohne dass ich persönliche Daten weitergebe. Ja? Das ist mir ein Anliegen, weil, wie gesagt, ich bin in der Systemadministration tätig und man sieht da oft in den Logs Dinge, die man eigentlich nicht wissen will, ja, und die einfach auch für die Fragestellung, die wir da haben, gar keine Rolle spielt. Ja. Aber das System hat halt die Möglichkeit, diese Identität mit einer, ich sag mal, Schicht zu versehen, dass man jetzt sofort sieht, ah, den kenne ich und den Login habe ich schon mal gesehen. Ja. So, die Identitäten sind jetzt hier aufgebaut. Klassische Sachen wie Login und E-Mail-Adresse, ist noch ein Name drin, es ist ein CN drin für die Zertifikate und Telefonnummern. Ja. Die IP-Adressen sind per se eigentlich auch persönliche Daten, wenn sie einer Person zugeordnet werden, aber dafür wurde jetzt keine ID festgelegt, damit man das später leichter mit Netzwerkdaten korrelieren kann. Ja.
Der Schlüssel ist extra abgelegt, er ist jetzt noch in derselben SQL-Datenbank, eigentlich sollte der woanders in einem anderen System liegen. Ja? Kann man leicht implementieren, das ist jetzt für den Prototypen mal so vorgesehen. Und die ID hat hier auch Zeitstempel, wo man sehen kann, wann sie zum ersten Mal und zum letzten Mal aufgetreten ist. Ja? Aber so handhabt das System Identitäten. Aus den Logs werden zwar diese Sachen extrahiert, es wird dann sofort ein Hash gebildet und anhand des Hashes weiß das System, habe ich die Identität schon, kenne ich die, will ich die beobachten oder nicht. Ja? Weil Identitäten, die ich nicht im System habe, ja, werden auch wieder verworfen, weil dann ist es halt irgendeine E-Mail-Adresse, die mich nicht interessiert und ich erhebe gar keine Daten. Die Authentication, die ich überprüfen möchte, ja, ich habe gesagt, ich möchte wissen, wann ein Login fehlgeschlagen ist, wann ein OpenVPN-Login fehlgeschlagen ist oder wann ein Zertifikat verwendet wurde. Das kommt im Prinzip alles in drei Tabellen. Ja. Ich habe hier erfolgreicher Login, ich habe hier Fehler, ja. Es können noch andere Fehler sein, deswegen ist hier die Original-Message dabei. Und ich habe hier noch eine erfolgreiche Login-History, die passend zu dieser Meldung hier ist. Wichtig ist, das wird nur für Identities erhoben, die ich in meiner Datenbank habe. Wenn ich kein Match habe auf meine Identities, die ich tracken möchte, ja, kommt da auch niemand rein. Ja. Eine Ausnahme ist der Fehler hier. Ja. Zum Beispiel bei OpenVPN kann es auch sein, dass zum Beispiel Checksummenfehler auftreten, Verbindungen abreißen. Ja. Der Code schaut da momentan noch rein, nimmt die Fehler mit. Ordnet dann natürlich keine Identity zu. Hier habe ich dann zum Beispiel nur Checksummenfehler für eine OpenVPN-Verbindung. Hilft mir vielleicht, um parallel, also zeitlich naheliegende Ereignisse zu debuggen. Aber prinzipiell ist es an Identitäten gebunden. OpenVPN hat noch eine spezielle Tabelle, einfach aus dem Grund, um das besser trennen zu können. Und je nachdem, wie viele User man hat, hat es halt verschiedene Größe. Und hier sind bei zwei Log-Einträgen auch noch Felder vorgesehen, die die Originalzeile mitnehmen als Referenz. Ja? Die kann man aber auch löschen, wenn man sie nicht mehr braucht. Und auch hier sind die Identitäten angegeben. Ja? Also sprich, das wären in dem Fall dann die Common Names von den Zertifikaten, also keine Logins. Ich verwende OpenVPN nie mit Logins. Das Intrusion Detection System generiert mehrere Daten und zwar, es gibt hier einen Alarm, es gibt hier eine Info über diese IP wurde geblockt, ja. Es gibt hier sogar eine eigene Möglichkeit SSH-Logins abzubilden, direkt aus dem IDS, das kann ich auch aus den Syslogs rauslesen. Ich lese es parallel aus den Syslogs und aus den IDS-Daten heraus, weil das ja verschiedene Systeme sein können. Und ich habe dann noch die TLS-Metadaten, die hier übertragen werden. Ja, ich habe immer hier eine komplette TCP-IP-Verbindung, das heißt, ich habe hier immer IP-Adressen und Ports. Ich habe hier im Prinzip die ganzen Metadaten des Zertifikats plus der CA, die es ausgestellt hat, inklusive Fingerprint, inklusive TLS-Version. Das wird mitgeschnitten. Und die Version von Client und Server bei SSH wird hier auch mitgeschnitten. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel auch sehen, okay, der User hat von der IP verschiedene SSH-Clients verwendet. Ja. Gibt mir halt auch eine Info. Aber diese Daten kommen teilweise aus den Syslogs, aus den Authentication-Logs vom Syslog über OpenSSH, die beiden. Ja. Der Rest, die drei Tabellen, kommen direkt aus dem JSON-Export von dem IDS. Und werden dort auseinandergenommen. So, der Prototyp funktioniert soweit eigentlich ganz gut, ja, weil implementiert ist als Prototyp das Extrahieren von Logs, das Sammeln von Logs, das Auseinandernehmen und das Aufräumen bzw. das Überprüfen der Identitäten im Sinne von Hashes nachführen, Zeitstempel aktualisieren. Das Ganze wird momentan, weil es ein Prototyp ist, entwickelt auf einem sehr schwachen System. Weil ich habe mir angewöhnt, Code immer auf schwachen Systemen zu testen, weil wenn es da funktioniert, funktioniert es woanders wahrscheinlich auch und sogar besser. Der Code selbst und die MariaDB schaffen problemlos gigabyteweise Logs mit Millionen von Einträgen in akzeptablen Zeiten, sprich binnen Minuten oder maximal halbe Stunde, Stunde, ja, auf einen Atom-Server. Ist jetzt nicht wirklich hochleistungsfähig, Atom-Server eine einzige Festplatte, ja. Kein RAID, kein Hochperformance IO, ja,
Aber soweit funktioniert es mal ganz gut. Wenn die Daten mal alle in der aufgeräumten Form in der SQL-Datenbank sind, ja, dann kann ich allerdings die Analyse mit allen möglichen Tools machen. Ich bin jetzt hier nicht mehr an irgendein Framework gebunden oder an Code, den ich geschrieben habe. Ich kann zum Beispiel die Statistiksoftware R verwenden, kann direkt an die Datenbank koppeln und kann mir dann Graphen erzeugen, Reports erzeugen. Ich kann in SQL relativ viel noch machen, ich kann mir Code dazu schreiben. Das hängt jetzt davon ab, was ich jetzt eigentlich genau mit den Daten machen möchte. Und der nächste Schritt wird halt sein, R zu verwenden, um mal ein paar Graphen zu erzeugen, weil selbst Berichte mit Statistiken liest man irgendwie nicht wirklich, ja, sondern wenn man eine grafische Übersicht hat oder wenn man zum Beispiel definiert OpenVPN-Logins nur zu bestimmten Zeiten oder wie auch immer, dann kann man da recht gut was sehen. Und wir haben ja sogar eine Methode entwickelt, wie jemand zum Beispiel selbst überprüfen kann, ob zum Beispiel sein eigenes VPN oder sein SSH-Zugang ein Problem hat oder kompromittiert wurde, indem man nämlich die Login-Daten aufbereitet, in einen Kalender exportiert, sodass der betroffene Benutzer sich diesen Kalender importieren kann. Und er hat dann zum Beispiel in seinem Kalender die Ansicht seiner letzten Logins. Ja? Wenn da zum Beispiel steht am Sonntag 30 Logins und er war gar nicht im Büro, dann weiß man sofort, okay, da hat es irgendwas. Ja? Da brauche ich gar keinen Report lesen. Ja? Aber das ist der Plan dafür. Und bis jetzt ist der Prototyp eigentlich sehr brauchbar, lässt sich sehr leicht deployen. Ja? Weil das Deployment besteht nur darin, ich schiebe ein Skript auf einen Server, ich schiebe einen Config auf einen Server, noch die Zertifikate, mache einen Eintrag in der Datenbank und fertig. Ja? Das heißt, ich muss dann nicht groß Config-Files schreiben wie bei Nagios, wo ich dann echt stundenlang einen Text herumfuhrwerk. Ja? Das geht ziemlich leicht, das kann man auch sehr gut skripten. Und der Prototyp hat noch ein paar Projekte vor, weil was ich bis jetzt noch nicht implementiert habe, ist einfach aus Zeitgründen das Queuing von Logs. Sprich, das Problem ist, manchmal sieht vielleicht der Server den Kollektor nicht. Ja? Wenn es mobile Clients sind oder wenn es ein Netzwerkproblem gibt, da muss noch Queuing implementiert werden, das ist nicht so schwer. Ja? Wer schon mal mit Syslogs Logs gearbeitet hat, in der Default-Konfiguration von vielen Distributionen, wird bemerken, dass es immer um den Jahreswechsel ein Problem gibt, weil kein Jahr enthalten ist in den Syslogs. Ein Syslog schreibt Zeitstempel ohne die Jahreszahl. Das ist ein bisschen hinderlich, speziell wenn ich jetzt Queuing habe. Angenommen, mein Server fällt am 1. Dezember aus, queued Logs bis zum 1. Jänner, ja, und dann schickt er alle, und dann kommen die vielleicht in einer falschen Reihenfolge an, ja, dann ist es ein Problem. Ja. Bedeutet, da muss noch Code rein, der das erkennt, aber man kann auch das Syslog-Format ändern. Ja. Was noch getan werden soll, ist eine Überwachung der Zertifikate, die die Clients verwenden, dass man auch sieht, ob da jemand sich spielt. Ja. Was momentan getestet wird, ist die Datenbankstruktur. Die ist noch nicht ganz fertig, die ist schon sehr zuverlässig, aber ich möchte halt wissen, was passiert jetzt, wenn ich jetzt ein Jahr Logs sammle oder ein halbes Jahr und ein paar Millionen Zeilen habe. Da möchte ich ja auch in endlicher Zeit fertig werden damit. Und ein Problem, was einige Log-Tools unterschlagen oder nicht adressieren: Wenn ich auf einem Server ein Tool installiere, was mir Logs schickt, dann kann es ja potenziell ein Angreifer übernehmen. Und dann schickt er mir Logs, die manipuliert sind, die darauf abzielen, meine Analysesoftware zu kompromittieren oder auszuschalten oder Falschinformationen zu deponieren. Bedeutet, man muss den Dissector noch darauf analysieren, dass er mit allen Log-Formaten, auch mit manipulierten, klarkommt. Dasselbe gilt für das LR-ZIP-Format. Weil die Spam-Filter werden gern angegriffen mit manipulierten ZIP-Files. Ja, dasselbe kann mit diesem System passieren. Schickt den Angreifer ein manipuliertes LR-ZIP und ein Exploit im LR-ZIP bringt ihn dann auf den Analyserechner. Und dasselbe gilt auch für die korrekte Behandlung von defekten Logdaten und Nachrichten, weil die können ja abbrechen, unvollständig sein, falsch formatiert sein, Sonderzeichen enthalten, Escape-Codes, Binärdaten. Und das muss natürlich berücksichtigt werden. Jetzt gibt es noch einen Punkt, weil das Auswerten von Logs ist toll, ja, aber wenn ich jetzt mein System so konfiguriere, dass es mir wöchentlich Logs schickt oder täglich, ja, ich will ja vielleicht nicht erst am nächsten Tag wissen, wenn irgendwas passiert ist, ja, vielleicht will ich das gleich wissen. Und es gibt die Möglichkeit, den Code auf eine Art Echtzeitmodus umzubauen. Der Code ist schon so vorbereitet, ja.
Und zwar könnte man statt wie jetzt das Ganze über HTTPS Upload, ja, einfach über ein Message-Protokoll machen, indem man den Extractor und den Collector mit ZeroMQ verbindet oder einem anderen Message-Programm. Dasselbe müsste man mit dem Dissector machen. Ist dann die Frage, ob man den Collector noch braucht oder vielleicht möchte man die Daten mitschreiben. Und dann könnte man zum Beispiel sagen, okay, ich definiere jetzt ein Format, dass der Extractor mir Nachrichten schickt von bis zu 5 Zeilen oder bis zu 1 Zeile oder 10 Zeilen, sobald sie da sind. Dann kriege ich die Logs in dem Moment, wo meine Nachricht voll ist, und dann kriege ich die Logs sofort. Ja? Also ich kriege nicht das komplette Log-File, sondern ich kriege mal die Logs, die gerade jetzt anfallen, ja? Und die schicke ich im Prinzip über ein Message-Protokoll zur Auswertung. Man muss an dem jetzigen Code nicht viel ändern. Es gibt nur eine Sache, die man sich überlegen muss. Transaktionsbasierte Logs wie SMTP-Logs. Ja? Wenn ich jetzt da sage, okay, ich mache jetzt Nachrichten, n Logzeilen, jetzt habe ich aber viele Transaktionen, dann kriege ich halt die Transaktionen nicht mehr mit. Da muss ich mir was anderes überlegen. Aber ich kann es ja mischen, ja? Weil bei SMTP kommt es eh nicht auf die Sekunde an. Ja? Bei Logins will ich es vielleicht auf die Minute wissen oder auf die Stunde oder sowas, wie die jetzt einen Report haben. Und das könnte ich in diesen Code im Prinzip einbauen. Ja? Aber der Code ist mal so weit gediehen, dass man damit was anfangen kann. Man kann jetzt schon auf die Datenbank andocken und sich Analysen überlegen. Und das ist jetzt der nächste Schritt. Bedeutet, der Code wächst noch. Ja? Ich bin damit jetzt eigentlich jetzt sehr zufrieden. Und der Code ist spezialisiert auf diese 5, 6 Fragen. Was noch eingebaut werden wird, ist das Auswerten von Netflow-Daten, weil in den Datenbanktabellen sind IP-Adressen drin und Zeitstempel. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die einzelnen Server nehme, dort Logs abziehe und dann vielleicht von Netzwerkequipment Netflow-Daten kriege, dann habe ich eine bessere Ansicht vom Netzwerk und dann kann ich vielleicht auch Zusammenhänge sehen, die man auswerten kann. Und Netflow-Daten kann man relativ leicht bekommen. Da gibt es auch Libraries, mit denen man die Sachen auseinandernehmen kann oder auch andere Tools, aber das ist alles in Planung. Gut, gibt es Fragen zu dieser Thematik oder Ideen oder Anregungen? Ja? Der Dissector, das habe ich nicht ganz verstanden, mitgekriegt, sind das Dissektoren, also für jeden Logtyp einer, oder ist der modular geschrieben oder eine? Er ist modular geschrieben, das heißt, der Dissector enthält jetzt die einzelnen Muster für alles, was man fragt. Ja? Aber er ist in Teile geteilt, das heißt, man kann zum Beispiel das Syslog-Modul austauschen oder ändern oder man nimmt ein anderes Modul rein. Ja? Das ist also zur Laufzeit erweiterbar oder müsste man dann neu kompilieren? Also da jetzt C++ ist, müssen wir neu kompilieren, ja? Aber die kann man auch modular schreiben, das ist kein Problem. Weitere Frage, Anregung? Gut, dann bedanke ich mich. Und wenn jemand Interesse hat, Kontakt aufnehmen, weil ich spiele nur gerne mit meinen Logs, fremden Logs bitte nicht schicken, dann muss man selbst experimentieren. Danke.